Meine Damen und Herren, das Schicksal eines jeden, der an den globalen Börsen interessiert sind, immer am Morgen, wenn Sie aufstehen und vielleicht das Internet aufstarten. Heute an der Börse. Etwa so könnte es dann aussehen, nicht wahr? Gut informiert, das läuft heute an der Börse. Alles, was Sie vor Handelsbeginn wissen müssen, was in New York und Asien passiert ist. Meine Damen und Herren, Sie kennen die Einstellung der Leute bei Fintool. Das ist eigentlich nicht wirklich relevant. Nun ja. Etwa so sieht es dann aus, wenn Sie ins Büro kommen und die Zeitung lesen, was heute auf dem Frankfurter Parkett läuft. Das sollten Sie wissen, also das geht dann den ganzen Tag so weiter. Nun beachten Sie, das ist kein Kurs für Daytrader. Wir machen keine Kurse für Daytrader, weil wir das Gefühl haben, wir wüssten selber nicht, wie Daytrading funktioniert. Der alltägliche Lärm an den Finanzmärkten ist für mittelfristig orientierte und strategische Investoren irrelevant. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Erstens kommt es anders. Zweitens, als man denkt, in vielen Fällen passiert genau das Gegenteil von dem, was die Analysten meinen. Und ich sage Ihnen, wenn jemand mehr wüsste als alle anderen, dann glauben Sie mir, dann würde er es den anderen nicht sagen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht ein bisschen zynisch. Sie erinnern sich, 13. November, Anschläge in Paris, ein Freitag. Die Wochenendpresse war voll über den Zusammenbruch der Aktienmärkte am Montag, Dienstag, Mittwoch. Nun, was ist effektiv passiert? Hier die Aktienbörse der SMI im November 2015, hier die Anschläge in Paris, hier die Eröffnungskurse am Montag, meine Damen und Herren, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. In der Woche hat der Aktienmarkt 3,5% nach oben korrigiert. Irrational, dümmlich, ich weiß es nicht. Die kurzfristige Dynamik an den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, ist, was sie ist. Sie ist dem Zufall geschuldet und manchmal ist es irrational. Aber das sind die Situationen und deswegen sind wir ja vielleicht auch keine erfolgreichen Daytrader bei Fintool. Merke, definieren Sie weise Ihre strategischen Positionen. Wir sind mittel- bis langfristige Anleger. Lehnen Sie dann zurück und lassen Sie sich nicht verrückt machen, Sie brauchen nicht als erstes am Morgen immer die Börsenkommentare sich anzusehen. Das bringt Ihnen im Zweifelsfall nicht viel. Wenn alle wissen, wie es kommen sollte, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dann kommt es in der Regel eben gerade anders. Rationale Erklärungen finden Sie im Nachhinein immer. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, Ökonomen und Analysten sind große Geschichtenerzähler. Sie finden immer eine intelligente Geschichte zu irgendeinem Ereignis. Wir werden weiter über solche Sachen mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren, wenn Sie wiederkommen.